Krankheiten können ja auch im Kopf entstehen. Wie man mit ganzheitlicher Medizin aber auch Heilungsprozesse im Kopf in Gang setzen kann, darüber sprechen wir heute in der Zukunftsvisite. Und wir erklären, wie wir in Zukunft nicht nur beim Autofahren weniger CO2 ausstoßen, sondern auch bei der Herstellung der Autos. Willkommen zur Zukunftsvisite, unserem Magazin für Nachhaltigkeit und Gesundheit. Wir sprechen darin jede Woche über die neuesten Trends in Sachen Nachhaltigkeit und Gesundheit und das immer mit Spitzenmedizinern, mit Politikern oder mit Nachhaltigkeitsexperten aus der Wirtschaft. Immer mit an Bord mein Kollege und Experte, Professor Jochen Werner, Chef der Uniklinik Essen. Lieber Jochen, ich grüße dich. Ja, ein ganz herzliches Willkommen in die Runde direkt aus der Universitätsmedizin in Essen. Ich bin Fanny Rosenberg von Medienverbund Zukunftsvisite. Unser Thema heute ist, was das Verhältnis von Körper und Seele mit unserer Gesundheit macht. Wie können wir lernen, auf die Signale unseres Körpers zu hören, damit wir gesund bleiben? Und anstatt negativer Gedanken über eine Krankheit in uns zu haben, die positiven Gedanken über Gesundheit, über Heilung in uns zu tragen. Dazu haben wir eine Expertin für ganzheitliche Medizin in der Sendung, die uns erklären wird, wie wir alle unser eigener innerer Arzt werden können. Und wir sprechen über den Autoverkehr. Der belastet ja nun auch wirklich unsere Gesundheit. Wir klären heute, wie wir in der Zukunft mobil bleiben können, aber gleichzeitig eben auch klimaschonend unterwegs sein können und auch, wie wir in der Zukunft Autos bauen und dabei weniger Rohstoffe und Ressourcen benötigen. Unsere Gäste zu diesen Themen sind heute Dr. Wulf-Peter Schmitz. Beim Autobauer Ford Europa ist er zuständiger Direktor für Nachhaltigkeit. Er sorgt dafür, dass die Modelle von Ford den aktuellen gesetzlichen Regelungen entsprechen und auch dafür, dass Herstellung und Nutzung der Pkw die Umwelt weniger belasten. Herzlich willkommen, Herr Schmitz. Herzlichen Dank für die Einladung und ich freue mich auf das Gespräch. Bevor wir beide darüber sprechen, wie wir in der Zukunft klimaschonender auf der Straße unterwegs sind, gebe ich einmal nach Essen zu Jochen Werner. Ja, und ich freue mich ganz besonders heute auf Dr. Christina Petersen. Sie ist Allgemeinmedizinerin und zudem auch noch Spezialistin für traditionelle chinesische Medizin. Wie kaum eine andere Ärztin in Deutschland verbindet sie körperliche mit mentaler Gesundheit und zeigt uns, wie wir gesund bleiben können, wenn sich eben Körper und Seele in einer Balance befinden. Herzlich willkommen, Dr. Christina Petersen. Hi Jochen, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich wirklich auf dich, liebe Tina. Wir haben uns vor einigen Jahren kennengelernt bei einem Symposium, wo es eben auch genau um dieses Thema ging. Du hast mich mit deinen Aussagen damals sehr fasziniert und deswegen gehe ich jetzt direkt in meine Fragerunde. Wieso hat Gesundheit eigentlich was mit Übernahme der Selbstverantwortung zu tun? Gute Frage, lieber Jochen, ganz wichtiges Thema. Dazu kann ich dir sagen, niemand kann heilen oder gesund machen. Die Heilung übernimmt die Lebenskraft in uns selbst. Und deswegen kann auch dein Arzt dich nicht gesund machen. Es ist immer die Lebenskraft, die dich heilt. Zum Beispiel auch nach einem Knochenbruch. Die Knochen sind zusammengeflickt, aber die wahre Heilung übernimmt die körpereigene Lebenskraft. Und deswegen kann dein Arzt dir vielleicht Tipps geben, wie du zu mehr Gesundheit findest. Aber die Tipps befolgen, das muss jeder Patient selbst. Kann ich mir gut vorstellen, dass so ein ganz harter Schulmediziner sagt, nein, also gerade beim Knochenbruch, da bringe ich eine Schraube, eine Platte und einen Nagel rein und dann geht das seinen Weg. Aber da sagst du, so einfach ist das nicht. Naja, also seinen Weg, das ist ja dann die körpereigene Selbstheilungskraft, die dann, wenn zu Hause der Patient im Bett liegt, wirkt. Also mir ist einfach ganz, ganz wichtig, dass meine Patienten und auch alle Menschen wieder verstehen,
dass sie wieder Eigenverantwortung übernehmen, dass sie gucken, was kann ich eigentlich beitragen und sich nicht einfach in die Hände von einem Arzt begeben und die gesamte Verantwortung an der Praxistür abgeben. Dann sprichst du ja auch ganz oft von einer ganzheitlichen Betrachtung. Was ist damit eigentlich gemeint mit diesem ganzheitlich? Ja, wir müssen verstehen, dass unser Körper kein Austauschlager ist. Wenn jetzt zum Beispiel ein Patient mit einem Herzinfarkt kommt, dann wird ganz oft ein Stent eingesetzt und danach kommt der Patient wieder in seine gewohnte Umgebung. Dann kann es aber sein, dass er gar nichts verändert und dann mit dem nächsten Herzinfarkt wiederkommt. Wir müssen verstehen, was ist der Auslöser gewesen für diesen Herzinfarkt? Vielleicht war das ein Bluthochdruck. Aber nicht nur das ist wichtig. Was war die Ursache für diesen Bluthochdruck? Das müssen wir wirklich herausfinden und da wirklich an die Wurzel gehen, denn nur dann können wir wirklich etwas verändern. Ich glaube, das ist wirklich super wichtig, dass man genau über diese Themen nachdenkt. Du gehst dann ja noch einen Schritt weiter und sagst, man soll im Grunde sein eigener innerer Arzt werden. Nun gibt es viele, die studieren jahrelang, um Arzt zu werden. Wie meinst du das? Ich meine das so, dass wir nicht mehr die Symptome und Krankheiten negativ bewerten sollten und mit Tabletten wegmachen sollten, sondern wir dürfen die Botschaft dahinter erkennen. Hinter jedem Symptom, hinter jeder Krankheit steht eine Botschaft, die uns auf etwas aufmerksam machen soll, die quasi eine Lernaufgabe, durch die wir, wenn wir genauer hinschauen, etwas einen Entwicklungsschritt gehen sollen. Das heißt, es macht uns Aufmerksamkeit auf eine Veränderung im Leben zum Beispiel. Und das ist ganz wichtig zu verstehen. Und wenn jemand das hinterfragt, genau hinterfragt, warum habe ich dieses Symptom, warum habe ich diese Krankheit, dann kann er sein eigener innerer Arzt werden, indem er nicht einfach die Symptome wegmacht und weiter funktioniert, bis das nächste Symptom kommt, sondern etwas in seinem Leben verändert, damit Selbstverantwortung übernimmt und sich vielleicht mehr dahin entwickelt, was er eigentlich ist und nicht weiterhin funktioniert. Eigener innerer Arzt, absolut. Eigener innerer Arzt hat auch ein bisschen was dann zu tun mit eigener innere Stimme. Wie kann man lernen, auf diese eigene innere Stimme zu hören? Ja, lieber Jochen, es ist ja so, dass bei jedem etwas anderes hinter dieser Botschaft steckt. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt auf den Patienten zurückgehen, der den Herzinfarkt hatte, und vielleicht war der Auslöser ein Bluthochdruck und vielleicht war die Ursache Stress. Was für ein Stress? Vielleicht Stress in einer Beziehung, eine Beziehung am Arbeitsplatz, die vielleicht toxisch ist, wo er nicht seine Wahrheit spricht und vielleicht Gefühle unterdrückt. Und meistens wissen die Patienten das schon selber. Sie erahnen es, was die eigentliche die eigentliche Ursache für ihre Erkrankung ist, aber trauen sich nicht, irgendetwas zu verändern. Also mir ist wichtig, dass meine Patienten lernen, wieder auf die eigene innere Stimme zu hören, beziehungsweise dahinter zu hören, was eigentlich dahinter stecken könnte. Und das können wir nur, wenn wir uns mit uns selbst verbinden, anstatt uns mit dem Handy zu verbinden oder mit dem Außen zu verbinden, wenn du verstehst, was ich meine. Weil wenn wir wirklich in uns hineinhören, dann wissen wir meistens das, was wir verändern dürfen, um wieder zu mehr ganzheitlicher Gesundheit zu kommen. Kann ich absolut alles begreifen, nachvollziehen. Dann bin ich aber auch bei den eigenen Gedanken. Ja. Wie kann man die Gedanken quasi auch nutzen, um ja, in die Gesundung einzutreten? Ja, auf jeden Gedanken folgt ein Gefühl und darauf eine Körperreaktion. Wenn wir jetzt negative Gedanken haben, wie zum Beispiel Angst, dann erfolgen darauf negative Gefühle. Und diese negativen Gefühle führen zum Beispiel zu einer Ausschüttung von Cortison im Körper und zu einer Runterregulierung des Immunsystems und körpereigener Reparaturmechanismen. Dann steuern wir auf kurz oder lang auf irgendeine Erkrankung zu. Das verstehen viele nicht, beziehungsweise das wissen leider sehr, sehr viele Menschen nicht. Und was wir aber jetzt zum Beispiel, wie wir auch unser eigener innerer Arzt werden können, ist, indem wir das verstehen, unsere Gedanken hinterfragen und dann unsere Gedanken ändern hin zu guten Gedanken, positiven Gedanken, die positive Gefühle auslösen, wie zum Beispiel Vertrauen, Liebe, Zuversicht und die dann die körpereigenen, das
Immunsystem wieder hochfahren und auch die körpereigenen Reparaturmechanismen wieder in Gang setzen, eine Homöostase erzeugen. Das ist ganz, ganz wichtig und das können nur wir selbst, das kann niemand anderes für uns übernehmen, sondern wir selber können da ganz, ganz viel tun und das ist doch eigentlich toll, weil so können wir uns selbst regulieren. Und das finde ich ist eine Neuheit, die ich nicht im Studium gelernt habe, sondern die ich erst, als ich mich selber entwickelt, gelernt habe. Und das möchte ich gerne allen meinen Patienten weitergeben, weil das ganz, ganz wichtig ist. Ich schließe eine kurze Frage mit Bitte um kurze Antwort an. Du hast Studium angesprochen. Es sind ganz viele hoch engagierte Medizinstudierende. Was kannst du denen für einen Tipp mitgeben? Weil die sind natürlich primär erstmal in einem eher verschulten Studium. Aber was sagst du denen? Ja, denen sage ich, dass sie sich orientieren können an Vorbildern oder an Leuten, die aufpassen, dass sie auch ihre eigenen Bedürfnisse erfüllen, dass sie gucken, wo sie selber abbleiben und dass sie sich nicht durch negative Glaubenssätze blockieren lassen, wie ich bin nicht gut genug, ich schaffe das nicht, ich darf keine Fehler machen und so weiter und so fort, wie es mir in meiner Facharztausbildung ging. Also für alles gibt es eine Lösung. Man muss nur dahin gucken, wo man hin möchte. Liebe Tina, ich danke dir ganz herzlich und ich bin sicher, du hast bei dem einen oder anderen Gedanken in Gang gesetzt, die dann hoffentlich weiter heilen werden. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ja, vielen, vielen Dank, Dr. Petersen, auch nochmal von mir und lieber Jochen. Fand ich sehr interessant und ich habe auch die ganze Zeit gedacht, so Reparaturmaßnahmen und Heilungskräfte hat die Erde ja auch. Also die kann sich theoretisch auch regulieren, aber so wie wir die drangsalieren, kommt sie irgendwie nicht so ganz hinterher. Also damit kommen wir dann zu unserem Thema, das Klima der Erde. Es wird wärmer, Wüsten breiten sich aus, Wetterkatastrophen nehmen zu und es gibt ja nun wirklich keine ernstzunehmenden Zweifel daran, dass es auch der Mensch ist, der diesen Klimawandel verursacht, vor allem auch durch die Nutzung fossiler Brennstoffe wie Öl und Gas und den damit verbundenen Ausstoß von CO2. Wir stoßen vor allem CO2 aus, wenn wir mit dem Auto unterwegs sind. Der Elektromotor, der übernimmt, zumindest im PKW, und der kann mit grünem Ökostrom betrieben auch für weitgehend klimaneutrale Fortbewegung sorgen. Wie wir dahin kommen, das besprechen wir heute mit unserem Nachhaltigkeitsexperten des Autobauers Ford, mit Wulf-Peter Schmidt. Herzlich willkommen nochmal. Herr Schmidt, wer sich in Deutschland ein E-Auto kaufen möchte, der wird ja bei Ford derzeit gar nicht fündig. Sie haben in Europa kein Modell für den Massenmarkt im Programm. Und für die Produktion des ersten Modells in Köln ab 2022 setzen Sie ja auch auf eine Partnerschaft mit VW. Ist das momentan der einzige Weg für Ford, diesen Rückstand aufzuholen? Ja, vielen Dank. Ich denke, das ist gut, dass Sie diese Frage stellen. Ich glaube, wir haben da ein Wahrnehmungsproblem. Wenn Sie zu Ford gehen, haben Sie verschiedene Fahrzeuge in der E-Mobilität zur Auswahl. Und das zum Beispiel das meistverkaufteste Plug-in-Hybrid-Fahrzeug, also wo wir einen Elektromotor haben und wenn die Batterie alle ist, dass Sie noch weiterfahren können, ist ein Ford. Das ist der Ford Kuga, meistverkaufte Plug-in-Hybrid in den Monaten April und Mai in Europa. Insofern werden Sie bei uns gut fündig. Sie haben auch den Mustang Mach-E als vollelektrisches Fahrzeug. Das heißt, wir haben neben diesen Fahrzeugen auch noch eine ganze andere, weitere Palette von Ford-eigenen Produkten, die auch eigene Entwicklungen darstellen. Aber Sie haben die Partnerschaft mit Volkswagen angesprochen. Wir wollen natürlich auch Skaleneffekte erreichen. Das heißt, wir wollen noch weiter die Preise senken können. Und das können Sie natürlich besser, wenn Sie die Volumina nach oben bringen, zum Beispiel durch Partnerschaften. Das ist nicht ein einziger Weg, aber nochmal ganz wichtig, ich denke, wir haben einiges auf dem Markt. Es wird auch gut angenommen, aber wir können noch mehr tun. Ford will ja ab 2030 nur noch E-Modelle anbieten und damit sind sie dann ja tatsächlich ambitionierter als so mancher Konkurrent. Woher kommt denn dieser Sinneswandel vom Nachzügler zum Vorreiter und kann dieser Schwenk auf E-Mobilität dann gelingen, wenn man über keine eigene Plattform für die Fahrzeugfertigung verfügt? Also zunächst einmal ist das kein Sinneswandel. Also Ford hatte schon vor über 20 Jahren in
dem ersten Sustainability-Bericht damals, ich glaube von allen Automobilherstellern, auf die Klimakrise hingewiesen. Und wir haben uns ja auch verpflichtet, die Pariser Klimaziele zu unterstützen. Und es ist uns unheimlich wichtig, deswegen haben wir auch nochmal ein sogenanntes Science-Based Target, Initiative Target, für die Klimaneutralität verpflichtend abgegeben, dass wir dort wirklich zur Klimaneutralität kommen. Und wir haben über die letzten 20 Jahre mindestens immer wieder den Markt getestet und haben Elektrofahrzeuge auf den Markt gebracht, um zu sehen, wann springt der Markt sozusagen an. Und wir sind ganz froh, dass wir jetzt zu diesem Punkt kommen. Und das ist, glaube ich, auch allerhöchste Zeit, dass wir eine größere Marktbereitschaft haben. Und wir haben jetzt diese, wir nennen das bei Ford All-in-Electric Strategy aufgesetzt. Das heißt, wir gehen volle Kraft auf E-Mobilität dort und haben ganz viele Plattformen. Ich hatte ja schon gesagt, es ist nicht nur die Volkswagen-Partnerschaft, sondern auch eigene Plattformen, die wir haben. Und es ist uns auch ein wirkliches Anliegen, sage ich mal, dass wir zusammen mit den Kunden gemeinsam diese sehr dringende Klimakrise überwinden können. Momentan sieht die E-Strategie vieler Autohersteller ja so aus, dass eigentlich beim Individualverkehr alles beim Alten bleibt. Also der PKW, der parkt vor der Tür und der Antrieb wird aber elektrisch und der Wagen aufgerüstet mit digitaler Technik. Ford hatte 2012 eine Initiative angestoßen, die Blueprint for Mobility hieß. Mhm. Und die sollte unsere Mobilität im Jahr 2025 skizzieren. Was sind denn jetzt die aktuellen Ergebnisse und Trends, die sich da abzeichnen? Und wie setzen Sie diese Erkenntnisse um? Ja, also ich denke, das ist nochmal ein weiteres wichtiges Standbein, um die Klimakrise zu überwinden. Einerseits die E-Mobilität und andererseits zu schauen, gibt es denn andere Mobilitätsangebote, die wir machen können, um, sage ich mal, die Kunden mobil zu halten und gleichzeitig die Klimakrise zu bekämpfen. Und wir haben seit dieser Zeit verschiedene Konzepte in verschiedenen Regionen der Welt untersucht, inwieweit die funktionieren, und haben festgestellt, nicht alles funktioniert an allen Plätzen gleich sozusagen. Es gibt unterschiedliche Regulierungen, die manche Sachen in manchen Ländern nicht so einfach darstellen lassen. Und die Kundenakzeptanz ist auch sehr unterschiedlich. In Deutschland zum Beispiel haben wir jetzt seit einiger Zeit das Ford Carsharing aufgebaut. Und der Ford Carsharing-Bereich ist, sage ich mal, in einem Konsolidierungsprozess. Und deswegen gehen wir dort auch auf einen anderen Weg als die Mitbewerber, wo wir sehr stark über die Ford-Händler agieren. Wir haben das Ford Bike Sharing, um auch andere Mobilitätsträger mit reinzubringen. Oder wir haben mit der Marke Spin E-Scooter in verschiedenen Städten in Deutschland auch unterwegs. Das heißt, wir versuchen auch durch unterschiedliche, nicht nur durch Fahrzeuge, nicht nur durch Autos, Mobilität klimaneutral anzubieten. Kommen wir zu der Produktion der Autos selbst. Die belastet ja auch die Umwelt. Was kann Ford tun, damit auch die Fertigung nachhaltiger wird? Also welche Konzepte für die Einsparung von natürlichen Ressourcen und CO2-Ausstoß haben Sie? Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Seit 2008 haben wir zum Beispiel in unserem Kölner Werk den Strom vollständig aus erneuerbarem Strom für die Herstellung der Fahrzeuge unterwegs. Genauso ist das an anderen Standorten wie in England, Rumänien und so weiter und so fort. Schritt für Schritt wird das global ausgeweitet, sodass wir dann überall zu diesem Punkt kommen, dass der Strom nur noch aus erneuerbaren Stromquellen auch außerhalb von Europa, sage ich mal, erreicht wird. Das ist der eine Punkt, der Energieverbrauch. Der andere Punkt ist natürlich auch der Ressourcenverbrauch. Und wir haben seit 2016 die sogenannte Zero Waste to Landfill Zielmarke erreicht. Das heißt, wir haben keine Abfälle mehr, die auf die Deponie müssen. Wir haben die Abfälle reduziert und die noch ankommen, werden recycelt. Und wir gehen dort immer weiter. Ein weiterer Punkt ist der Wasserverbrauch. Das glaubt man vielleicht gar nicht, aber auch für die Herstellung von Fahrzeugen wird viel Wasser verbraucht. Und da haben wir auch zum Beispiel zwischen 2000 und 2020
70% des Wasserverbrauchs absolut reduziert und 65% bezogen auf das einzelne Fahrzeug. Das heißt, bei den verschiedenen Ressourcen haben wir verschiedene Einsparziele erreicht und gehen so weiter. Diese Zielvorgaben setzen wir auch in die Zukunft fort. Herr Schmidt, dann danke ich Ihnen ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben und für Ihre Einschätzung. Vielen Dank fürs Gespräch. Und auch die Einschätzung der Zuschauer interessiert uns, Ihre Einschätzung. Was denken Sie denn darüber? Wer ist hier eigentlich in der Verantwortung? Müssen die Autobauer verpflichtend ein Angebot von E-Mobilität schaffen, das sich auch jeder leisten kann? Oder sind einfach die Verbraucher in der Pflicht, möglichst schnell auf das E-Auto umzusteigen? Schreiben Sie uns das gerne ins Kommentar rein und abonnieren Sie auch gerne unseren Kanal, damit Sie keines unserer neuen Videos verpassen. Damit ist dann auch die Zukunftsvisite für heute vorbei. Wir kommen aber in der nächsten Woche zurück mit spannenden Themen rund um Gesundheit und Nachhaltigkeit. Vielen Dank nochmal an unsere Gäste, an Wulf-Peter Schmidt und an Christina Petersen. Vielen Dank. Auch nochmal, lieber Jochen, vielen, vielen Dank an dich. Damit dann tschüss, bleiben Sie bitte gesund, klicken Sie sich beim nächsten Mal wieder rein. Wir freuen uns auf Sie.